meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir loslegen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für all die lieben Kommentare und privaten Nachrichten, die ich bekommen habe, nachdem ich vor 2 Wochen meinen Vlog gepostet habe. Das Ganze war für mich ziemlich aufregend und auch spannend. Ich habe sowas noch nie gemacht und umso toller war es natürlich, dass es euch anscheinend ziemlich gut gefallen hat. Und das bekräftigt mich einfach nur noch mehr darin, dass ich euch in Zukunft ab und zu häufiger mitnehmen möchte. Außerdem habt ihr mir auch einige Tipps gegeben, was ihr euch als nächstes wünscht. Ganz oft habt ihr euch dabei Themen wie Ernährung, Rezepte, Ernährungstipps gewünscht. Und da dachte ich, nehme ich euch heute einfach mal mit und zeige euch, was ich den Tag über so esse. Ein typischer What I Eat in a Day Vlog also. Ich zeige euch, was ich zum Frühstück, Mittag, Abendessen esse, was ich zwischendrin als Snacks verzehre und auch, was meine liebsten Desserts sind. Ich werde euch dabei auch ein bisschen erzählen, warum ich vielleicht bestimmte Zutaten miteinander kombiniere und wie ich es schaffe, dass mein Tag generell ausgewogen ist, obwohl er pflanzlich ist und dann vielleicht manche Dinge einem theoretisch fehlen könnten. Vorab möchte ich aber auch noch kurz sagen, dass ich keine Ärztin bin, ich bin keine Diätassistentin, ich habe eine Lizenz als Ernährungsberaterin. Sprich, ich kann euch definitiv Tipps geben, wie man vielleicht 5 Kilo zu- oder abnehmen kann. Ich kann euch sagen, ob ein Gericht ausgewogen ist oder wie man ein vorhandenes Gericht ein bisschen ausgewogener gestalten kann. Und ich kann definitiv sagen, dass vielleicht eine Zutat ein bisschen hochwertiger als eine andere Zutat ist. Was ich nicht mache, ist, euch vorzuschreiben, wie ihr zu essen habt. Also das heute soll ein Einblick in meinen Alltag sein. Ich möchte euch anhand eines Beispieltages ein bisschen inspirieren, was ihr vielleicht mal wieder neu kochen könnt, welche Zutaten ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Ich möchte euch auf keinen Fall vorschreiben, dass das Ultimative ist, was ich hier mache, dass es die ultimative Ernährungsweise ist und dass ihr euch nur so und zwar jeden Tag ernähren sollt. Nur weil ich mich heute so ernähre, heißt das nicht, dass ich mich morgen genauso wieder ernähre oder dass ich mich gestern so ernährt habe. Das ist wirklich nur ein kleiner Schnappschuss meiner Woche, um euch ein bisschen zu inspirieren und mitzunehmen. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ich zeige euch mein Frühstück und erzähle euch ein bisschen was dazu. Wir sehen uns später. Bis dann! Bevor ich frühstücke, schaue ich immer, dass ich meine Vitamine nehme. Also, da ich vegan lebe, ist mir B12 sehr, sehr wichtig. Das empfehle ich sowieso jedem, ob jetzt vegan oder Fleischesser oder nur Vegetarier. Also B12 ist wirklich ein ziemlich wichtiger Nährstoff. Und dann schaue ich eigentlich immer so ein bisschen, wie die letzten Tage so waren. Also generell bei pflanzlicher Ernährung ist oder auch generell hier in Europa ist Vitamin D noch ganz wichtig. Jetzt im Sommer nehme ich das weniger, einfach weil ich mehr draußen in der Sonne bin. Und Omega-3-Fettsäuren. Wenn man viel fettigen Fisch isst, braucht man das nicht so unbedingt. Oder auch Walnüsse und Chiasamen, Leinsamen enthalten viele. Deswegen gucke ich halt immer, wenn ich weiß, ich kann den Tag über relativ viel Leinsamen, Chiasamen oder so einbauen, dann nehme ich das nicht. Und ansonsten nehme ich davon etwas. Wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, auf Reisen oder so, dann nehme ich ganz gerne einfach nur eine ganz normale Multivitamintablette. Da nehme ich auch tatsächlich gar nichts Besonderes, also sowas einfach hier vom Drogeriemarkt. Und je nachdem, also gerade wir Frauen, wir könnten auch nochmal Zink ganz gut vertragen. Das nehme ich derzeit tatsächlich nicht. Aber ich habe es da, falls mir da mal wieder mehr nach ist. Und wo ich gerade auch so ein bisschen dran arbeite, ist, dass ich ziemlich viel trinke und ich bin ein totaler Sprudelwassertrinker. Das war bei mir zu Hause immer so und deswegen hatte ich mir das total angewöhnt. Ich merke einfach, dass mir das nicht so gut bekommt. Deswegen arbeite ich gerade daran, stilles Wasser zu trinken und da ich das viel zu langweilig finde, probiere ich gerade so verschiedene Eisteebeutel aus. Also hier zum Beispiel von Milford. Und teste mich da mal durch alle Sorten, die es so gibt. Das ist noch von davor die Mischung, die ich über Nacht stehen habe lassen. Und jetzt probieren wir mal Zitrone-Limette. Vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps, welche Eisteesorten euch besonders gut schmecken. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben.
Ich starte meinen Tag ja eigentlich immer ganz gerne mit einem Smoothie. Aber den kennt ihr ja mittlerweile. Deswegen dachte ich, zeige ich euch mein zweitliebstes Frühstück. Und das ist derzeit definitiv der Alpro-Joghurt in der Geschmacksrichtung Himbeerapfel. Und dann einfach mit dem Obst, was ich gerade zu Hause habe, ein bisschen Crunchy Granola, ein paar Chiasamen. Also heute hatte ich zum Beispiel hier Erdbeeren, Apfel, unten drunter ist auch noch eine halbe gelbe Kiwi, die ich noch über hatte. Das Granola finde ich ziemlich cool. Das ist von so ein Dinkel-Granola von Alnatura. Und wie gesagt, Chiasamen für gesunde Omega-3-Fettsäuren. Ist eine schöne Mischung. Schön fruchtig, jetzt gerade auch im Sommer. Ganz nett. Ja, und das werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Guten Appetit! Bevor wir loslegen, habe ich erstmal heißes Wasser aufgekocht, eingefüllt und als es dann gekocht hat, habe ich die Kichererbsenpasta hinzugegeben. Ich habe da die gesamte Packung genommen, weil wir das dann für 2 Portionen nehmen können. Deckel drauf und sobald ihr halt einfach merkt, das fängt jetzt ordentlich an zu kochen, dann könnt ihr das Ganze runterschalten, dass es euch nicht überkocht. Also manchmal reicht das schon eins, bei meinem schon, weil der ist recht heiß. Müsst ihr ein bisschen gucken, euren Ofen, euren Herd kennen. Also Kichererbsenpasta kann man relativ schnell kochen. Die brauchen immer nur so ja, 6, 7 Minuten. Und ich finde die halt besonders toll, weil sie zuzubereiten sind wie eine herkömmliche Pasta. Man kann sie mit den gleichen Soßen vermengen, die man bei einer herkömmlichen Pasta nutzen würde. Aber sie enthalten halt deutlich mehr Ballaststoffe und auch deutlich mehr Protein. Also es ist eine super Möglichkeit, sich so ein bisschen heimliches Protein in seine Nudeln mit reinzubringen, wenn man normalerweise vielleicht da Probleme mit hat bei einer pflanzlichen oder auch bei der normalen herkömmlichen Ernährung. Deswegen, das ist immer so mein kleiner Pasta-Tipp, um ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Protein im Alltag unterzubringen. Und während wir warten, dass es jetzt kocht, kann ich euch schon mal ein bisschen sagen, was wir sonst noch brauchen. Also ich habe gerade eine Dose Kichererbsen abgegossen. Ich nehme da immer so eine mittelgroße Dose. Die habe ich abgegossen, abgespült. Außerdem habe ich 5 Stücke Blattspinat aus dem TK. Die habe ich einmal kurz in der Mikrowelle angewärmt, dass es halt nicht mehr gefroren ist. Und ansonsten brauchen wir noch etwas Olivenöl, womit wir gleich alles einmal anbraten. Wir brauchen Sambal-Jolek-Paste, um das Ganze ein bisschen schärfer zu machen. Wir brauchen einen veganen Frischkäseersatz. Ich nehme normalerweise immer den von Alnatura. Den hatten sie aber nicht mehr, deswegen habe ich jetzt den von Oatly genommen. Mal sehen, wie der schmeckt. Außerdem brauchen wir Hefeflocken. Da nehme ich immer so eine richtig große Packung, die ich mir im Internet bestelle. Davon brauchen wir ein kleines bisschen. Wir brauchen einen Schuss pflanzliche Milch. Da könnt ihr jegliche Milch nehmen, die ihr mögt. Also ich habe jetzt hier Hafermilch, habe das Ganze aber auch schon mit, das ist heiß, auch schon mit Soja oder Mandelmilch gemacht. Also das ist eigentlich egal. Wir brauchen ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Basilikum als Gewürze. Und viel mehr braucht man da auch gar nicht. Deswegen, wir warten jetzt, bis das hier fertig ist. Wir brauchen noch, die Uhr sagt, noch 3 Minuten. Und dann können wir weitermachen. Thank you.
Heute war uns absolut nicht mehr nach frisch kochen. Deswegen sind wir losgegangen und haben uns Jackfruit Wraps geholt. Und was soll ich sagen, er hat mir wirklich ziemlich gut geschmeckt. Also Jackfruit ist wirklich eine coole Alternative. Kann ich ziemlich empfehlen. Schmeckt super. Und um den Tag perfekt abzurunden, gibt es dann noch ein Mango-Sorbet zum Schluss. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben!